Falls es jetzt, und jetzt kommt die Frage, die wir auch beantworten müssen. Inflation oder Deflation? Darüber streiten die Leute, die Experten jetzt. Wird die Entwicklung, die jetzt vor uns liegt, inflationär oder deflationär? Inflationär, weil die Geldmengen so ausgeweitet werden, dass jeder Kollaps damit abgewürgt wird, das würde zu Blasenbildungen an den Märkten führen. Aber die Blasenbildungen sind sogar gerechtfertigt, denn die Blasenbildungen entstehen ja nicht, weil da eventuell Übertreibungen bei diesen Commodities oder bei den Edelmetallen sind, sondern weil die Währungen im Gegenzug verkommen. Verstehen Sie, wenn man die Geldmenge verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht. Ja? Und deshalb steigen dann Commodities oder Gold, dann kann man nicht sagen, da bildet sich beim Gold die Blase, ja? Sondern dann sind die Währungen schuld dran. Und jetzt ergibt sich die Frage, wird diese Krise mit inflationären Geldmittelausweitungen entschärft oder kommt es zum deflationären Kollaps? Und da bin ich noch selbst gespaltener Meinung. Also eines ist klar. Inflation oder Deflation, das ist die Alternative wie Pest oder Cholera. In der Deflation bricht die Wirtschaft total zusammen, das Banksystem bricht zusammen, die Massenarbeitslosigkeit wird überhand nehmen. Das heißt, das ist das schlimmste Szenario, das man sich vorstellen kann. Deflationäre Depression. Also diese Form der Deflation wird dann als Depression bezeichnet. So, oder aber erleben wir hyperinflationäre Geldmengenausweitungen, wie uns hier mit quantitativ Easing 3 eingeredet wird. Es wird jetzt der Geldhahn aufgedreht und es wird so viel Liquidität in den Markt gepumpt, dass alles abgefedert wird, dass jeder Kollaps vermieden wird. Jetzt muss man sich fragen, wer bitte sind die Gläubiger? Wir hatten 1923 eine Hyperinflation, 1922, 23 eine Hyperinflation. Da ist ein Kilo Brot von ein paar Mark auf ein paar Billionen Mark gestiegen. Ja, nicht, dass das Brot so wertvoll war, das Geld hat sich derartig entwertet. Das wäre das Schicksal, also krass, das war also die Inflation, Zeitrafferformat, das ist ein Schicksal, das jetzt drohen könnte. Aber man muss sich fragen, liegt das im Interesse der Gläubiger? Die Herren Goldman Sachs, Rockefeller, Rothschild, Warburg, die alle unsere Forderungen in den Händen haben, haben sie diesen ganzen Schwindel, die Gestechung und Erpressung von Politikern, damit sie das Land in Schulden stürzen, alles, haben sie das Ganze umsonst gemacht? Sind die wirklich bereit, diese ihre Forderungen mit Luxgeldern, mit Scheinen, wo oben steht eine Billion Euro, ja, zurückzuerhalten? Oder sind sie darauf aus, dass sie uns unsere Sachwerte, unsere Immobilien, Aktien, Edelmetallbestände oder was auch immer, sind Apfel und die Teil abziehen? Ja? Also, das ist der Unterschied. In der Hyperinflation. Okay, time is over. Ich glaube, wir hatten noch eine Stunde. Okay, also, Deflation, die Gefahr besteht, weil unsere Gläubiger eigentlich nicht wertloses Papiergeld zurückerhalten möchten, sondern vielleicht unsere ganzen Sachwerte. Und deshalb müssen wir jetzt aufpassen. Das heißt, wir müssen uns jetzt darauf einstellen, dass wir für wegen der Gläubiger demnächst ausgeraubt werden. Ja? Das heißt also, es ist sehr wichtig, dass Sie Ihre Anlagen so treffen, dass Sie viel anonym haben, viel anonyme Sachwerte haben, am besten Edelmetalle, vorzugsweise Gold, weil wenn es deflationär wird, ist Gold besser als Silber. Silber ist zwar viel besser in der Inflation oder in der Inflation, aber in der Deflation ist Silber ein Fiasko. Ich glaube aber nicht, selbst wenn wir deflationäre Tendenzen in nächster Zeit erleben, dass das die Endlösung dieses Problems darstellt,
sondern die Deflation wird nur vorübergehend sein. Man wird den Leuten vieles abnehmen, bei einem deflationären Schock, aber zu guter Letzt werden die Geldhände wieder ausgeglättet und in der letzten Runde wird es doch zu Geldentwertung kommen. Dafür kann sich nur Gold schützen, deshalb heißt das Hauptthema, das Thema dieses Vortrags, Rettungsanker Gold. Schaffen Sie Gold, so viel Sie können, beiseite, kaufen Sie es anonym. Haben Sie aber auch den Nerv, im Falle eines Goldverbots mal weg, sich nicht unbedingt einzuknicken, weil schließlich hat es ja in diesem Land 13.000 Selbstanzeiger gegeben, wenn der angeblich im Steuerzettel ist, ja, die wahrscheinlich gar nicht vorhanden waren. Ja. Das ist die Schluss. Das heißt, Rettungsanker Gold, Anlagen physisch, anonym und meistens die Konten, die sind Immobilien, das sind alles, was fassbar ist, was Sie am Tablett für den Herrn Rollstuhl, Finanzminister, präsentieren, da wird er zulaufen. Und das, da ist er nicht zu vergessen, wie bei den Schubladen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, dass wir die nächsten Monate ganz gut überstehen.